Jetzt kommen wir aber erst einmal zur Zukunftsstrategie Forschung und Innovation. Dieser Bericht dazu, dieser Strategie, ist nämlich jetzt das Thema des nächsten Tagesordnungspunktes. Vor 3 Wochen hat das Bundeskabinett diese Zukunftsstrategie beschlossen. Da geht es um ein ganzes Bündel an Themen, an Zielen und an Prioritäten. In der Strategie ist von Missionen die Rede, nämlich wie Deutschland in der Forschung und in der Innovation eben sich in Zukunft aufstellen möchte. Da geht es zum Beispiel um Wasserstoff. Die Bundesregierung möchte gern, dass Deutschland Technologieführer im Bereich Wasserstoff wird. Aber es geht zum Beispiel auch um die resiliente Gesellschaft. Und da soll es dann zum Beispiel um Geisteswissenschaften gehen, die dabei helfen sollen, diese resiliente Gesellschaft zu gestalten. Ganz relevant ist natürlich die Bundesbildungsministerin dafür. Bettina Stark-Watzinger hat hier auch das erste Wort zu ihrer Strategie. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Debatten hier im Haus, aber auch in der Öffentlichkeit, sie sind oft von einem düsteren Bild über die Zukunft geprägt. Ich teile diese Sicht nicht, denn wir haben ein großes Pfund in unserem Land, und das ist die Wissenschaft und die Menschen, die in ihr arbeiten. Bill Gates gab kürzlich auf einer Konferenz in Deutschland ein Interview. Darin steckte viel Optimismus und die klare Aussage, dass es denjenigen noch besser gehen wird, die in 10 bis 20 Jahren geboren werden. Ich zitiere: Grund dafür ist, dass die Innovationsgeschwindigkeit in vielen Bereichen zunimmt. Wir können positiv in die Zukunft blicken, wenn wir offen sind für Innovation, offen sind für das Tempo, mit dem neue Technologien unser Land verändern. Das ist natürlich eine Herausforderung für eine ehrwürdige Industrienation wie Deutschland, vor allen Dingen aber eine Chance. Und in diesem Geist sollten wir Debatten führen, vor allem an einem Tag wie diesem, an dem wir unsere Zukunftsstrategie Forschung und Innovation beraten. Die Zukunftsstrategie ist gebündelte Zuversicht. Wir können Innovation, wir können Schrittmacher einer guten Zukunft sein. Was genau leistet diese Strategie? Sie knüpft an das Ziel der Regierungskoalition an, mehr Fortschritt wagen. Sie übersetzt unseren Gestaltungsanspruch in gemeinsame Missionen mit klaren Zielen, getragen von dem Verständnis, ob Klimawandel oder Digitalisierung, ob Ernährung oder Gesundheit. Herausforderungen lösen wir nur mit Forschung und Innovation. Die Zukunftsstrategie, sie ist das neue Fundament für eine ressortübergreifende Forschungs- und Innovationspolitik raus aus dem Silo-Denken. Es wird Missionsteams geben, kleine, agile Einheiten, die koordinieren und Kurs halten, besetzt mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, aus der Praxis, aber auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Ressorts für mehr Austausch untereinander. Das ist das Ende des Silo-Denkens. Rückenwind dafür kommt von der Expertenkommission Forschung und Innovation. Sie hat vor 2 Wochen ihre Empfehlungen vorgestellt. Und die Zukunftsstrategie, sie setzt vieles bereits um. Mit ihrer Missionsorientierung, mit stärkerer Zusammenarbeit der Ressorts, mit dem Abbau von Fortschrittshürden. Und sie, das verstehen einige nicht, aber sie ist nicht der Endpunkt, die Verabschiedung. Sie ist ein Start in diese Mission. Sie ist der Startpunkt, meine Damen und Herren. 2 Aspekte sind mir hier besonders wichtig. Technologieoffenheit und Transfer. Zum ersten Punkt. Die Zukunftsstrategie spricht sich klar für Technologieoffenheit aus in der Grundlagenforschung und der Projektförderung. Sie ist ein zentraler Wert für uns, denn je mehr Optionen, technische Optionen wir haben, desto eher kommen wir ans Ziel. Die Wissenschaft, sie muss frei sein. Und mal ehrlich, kaum sonst wo auf der Welt ist die Wissenschaft auch so verantwortungsbewusst wie bei uns. Erneuerbare Energien ergänzt um Fusion. Neue Züchtungsmethoden eingebettet in nachhaltige Landwirtschaft, E-Mobilität sowie der Einsatz von E-Fuels, da liegen große Potenziale. Der 2. Punkt, bei dem wir uns hier in Deutschland oft schwer tun, der Transfer. Und das nicht erst seit einem Jahr, liebe Union. Auch hier sind wir aktiv, das wissen Sie, mit dem Sprint-Freiheitsgesetz, mit der DATI.
Für Sie werden wir das finale Konzept vorlegen, nachdem wir uns intensiv mit der Innovationscommunity ausgetauscht haben, um zusammen die beste Lösung für unser Transferproblem zu finden. Und das soll noch im ersten Halbjahr passieren. Ganz wichtig, aber an dieser Stelle, die DATI wird sowohl technologische als soziale Innovation adressieren. Beides denken wir im Haus zusammen. Erst moderne Technik und modernes Leben zusammen ergeben echten Fortschritt. Hier zeigen sich besonders deutlich die Grenzen autokratischer Systeme und unser Wettbewerbsvorteil. Diese Systeme, sie mögen die Begeisterung für neue Technologien teilen. Die Begeisterung für ein modernes, freies Leben hat in Autokratien aber keine Chance. Es wird meistens brutal unterdrückt. Zurzeit diskutieren wir viel über China, über unsere Zusammenarbeit. Gerade bei Forschungskooperationen muss sehr klar sein, worauf man sich einlässt. Unser Ministerium unterstützt die Wissenschaft mit mehr Aufklärung und Orientierung. Ebenfalls wichtig, wir müssen die Abhängigkeiten reduzieren. Wie wichtig das ist, das haben wir nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gesehen. Wir müssen in Europa selbst in der Lage sein, Schlüsseltechnologien zu beherrschen. Mehr noch, wir müssen den Anspruch haben, Leitmarkt für Zukunftstechnologien zu sein. Denn nur so sichern wir unsere Standards und vor allen Dingen unsere Werte. Wir im BMBF, wir sehen uns als Ermöglicher, als das Chancenministerium, denn wir wollen Chancen schaffen, wo noch keine sind, und Chancen ergreifen, wo andere zögern. Genau dafür steht diese Zukunftsstrategie, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Soweit die Bundesministerin für Bildung und Forschung. Und auf Sie folgt nun Thomas Jatzombek, Sprecher für Bildung und Forschung der Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, das müsste heute eine Sternstunde für Sie sein. Das ist doch die Sternstunde für eine Forschungsministerin einmal in 4 Jahren, ihre Schwerpunkte der Forschung festzulegen und zu erklären. Offensichtlich ist es allerdings keine Sternstunde, denn ich nehme eine von vielen Stimmen, die man lesen konnte. So sagt Dietmar Haarhoff, Ex-Chef der EFI-Kommission und renommierter Professor im Tagesspiegel, die Zukunftsstrategie sei nichts als schöne Prosa, die Umsetzung einer Mission Impossible, die Agentur für Sprunginnovation nicht in der Lage zu versetzen, Innovation besser und breiter zu fördern, weil sie ja auch so schon einige Erfolge hatte. Er sagt, das sei ein politisches Absurdistan, was hier stattfindet. Wie kommt denn Herr Professor Haarhoff zu dieser Einschätzung? Und da möchte ich aus Research Table zitieren. 190 Einzelziele finden sich in dieser Strategie. Aus der SPD hörte man, es wäre eher eine Leistungsschau des bisherigen. Und der Research Table kommentiert es auch und sagt, Frau Ministerin, wenn das ein Kompass sein soll, wie Sie es beschreiben, er würde in alle Richtungen gleichzeitig zeigen. Und das ist genau Ihr Problem, Frau Ministerin. Sie können nicht entscheiden. Sie führen nicht. Sie zeigen kein Leadership. Und vor allem, Sie zeigen keine Leidenschaft. Keine Leidenschaft für Forschung, für Innovation, für Technologie. Und das ist bitter. Das ist vor allem bitter, weil, ehrlich gesagt, wir auch als CDU-CSU geglaubt haben, wenn die FDP dieses Ministerium übernimmt mit dem großen Leitwort Technologie und Digitalisierung, dann würde es jetzt irgendwie losgehen. Es geht aber nicht los. Wir verstehen nicht, was Sie wollen. Und wenn ich Ihnen eins sagen darf, was mir vor allem fehlt, und darüber haben wir ja schon diskutiert, das ist meine Aussage zum Thema Zeitenwende. Was bedeutet diese Energiekrise jetzt eigentlich? Was wollen wir denn mit Forschung und Technologie tun, um uns unabhängig zu machen von diesem russischen Gas? Es fehlt vollständig in dieser Strategie. Und was mich am meisten ärgert, ehrlich gesagt, ich meine, Sie sehen es doch gerade mit der DATI, Sie sehen es mit den 200 Euro, die sich übrigens als Sofortprogramm jetzt halbjähren in dieser Woche. Der Staat kann nicht alles. Sie merken es doch ganz genau. Es war doch immer das FDP-Credo, der Staat kann nicht alles. Und genau Sie setzen jetzt auf den Staat. Sie bauen die DATIs, die Strategie soziale Innovation, Missionsteams, Startchancen und nichts davon kriegen Sie ans Laufen. Und in der gleichen Zeit geht ausgerechnet der grüne Minister Habeck hin und macht ein liberales Programm, in dem er auf einmal ganz viele Regelungen außer Kraft setzt, um LNG-Terminals und Windräder zu bauen. Das hätten wir eigentlich von der FDP-Ministerin erwartet, dass mal Regelungen außer Kraft gesetzt werden, dass hier Freiheit geschaffen wird. Und das fehlt.
Stattdessen hängt das Forschungs- und Wissenschaftssystem fest in Besserstellungsverbot, PCGK, Mikromanagement, allen möglichen Dingen. Und was ich auch nicht finde, sind, Sie sagen, der Transfer ist wichtig. Wo sind die Anreize? Wir brauchen ein Anreizsystem. Wir haben mit der Exzellenzinitiative und den Exzellenzclustern so viel Energie an den Hochschulen freigesetzt. Warum machen Sie nicht eine Exzellenzinitiative Transfer? Zum Beispiel ein Ranking. Was ist denn mit den KPIs für Wissenschaftlergründungsaktivitäten zu machen? Und am Ende sagt auch die EFI heute noch mal ein weiterer wichtiger Punkt, den Staat als Ankerkunden. Gerade wenn es um Dual Use geht, in dieser Zeitenwende 100 Milliarden militärisch, wo ist die Bundeswehr als Auftraggeber, um am Ende Technologie nach vorne zu bringen? Und deshalb, Frau Ministerin, sind wir enttäuscht, weil Sie nicht führen, weil wir kein Signal sehen. Und Sie erleben es in diesen Tagen, es wird Ihnen die Machtfrage unverhohlen gestellt. Ihre Expertenkommission EFI hat gesagt, es braucht jetzt beim Kanzler ein Gremium, weil die Ministerin keine Macht hat. Das ist Ihre ultimative Herausforderung. Nehmen Sie den Kampf auf, stellen Sie die Machtfrage, sagen Sie, wir als Forschungsministerium, wir führen in dieser Krise. Also, auf geht's, bisher sehen wir nichts davon. Thomas, Jad Schombeck hat hier die Bildungsministerin kritisiert. Sie zeige zu wenig Leadership, also zu wenig Führung. Dem widersprechen kann nun Holger Mann für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wir debattieren heute eine Zukunftsstrategie und das klingt erstmal wie ein Widerspruch in sich. Eine Strategie für die Zukünfte, die da kommen können, könnten oder eben auch nicht. Ich will aber erst mal festhalten, wir setzen in jedem Fall auf Forschung und Innovation, denn diese Zukunftsstrategie ist zunächst ein großes Kompliment. Denn mit ihr und den darin beschriebenen Zielen spricht die Koalition und die Bundesregierung der Wissenschaft und dem Innovationssystem das Vertrauen aus, gemeinsam die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Und dieses Vertrauen ist, wie ich finde, gerechtfertigt. Wir haben eine exzellente Grundlagenforschung, starke angewandte Forschung, engagierte Forscherinnen und ein leistungsfähiges und ausdifferenziertes Innovationssystem. Zugleich, und das ist der Wert, glaube ich, auch der Strategie, formuliert die Zukunftsstrategie Aufträge und Kriterien an die Schwächen unseres Systems. Den zunehmenden Fachkräftemangel und zu geringen Frauenanteil in der Wissenschaft, sinkende Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Wirtschaft oder aber der schwachen Gründungsneigung und einer zu wenig ausgeprägten Gründungskultur. Zudem fehlt es noch an Fokussierung bei relevanten Themen. Der Bund fördert bisher zu lang die Fragen und zu selten die Antworten. Auf diese Defizite gibt die Zukunftsstrategie aus unserer Sicht aber nun Antworten. Und zwar haben wir die gesellschaftlichen Herausforderungen in 6 Zukunftsfeldern definiert, in denen Forschung in Zukunft missionsorientiert weiterentwickelt werden soll. Was meint das nun, Missionsorientierung, und was ist neu an dieser Forschungsstrategie? Zunächst sei gesagt, vor allen Dingen die bessere Koordinierung und Zusammenarbeit der Ministerien. Erstmalig werden eben ressortübergreifende Missionsteams auf den Weg gebracht und zudem in einem übergreifenden übergreifenden Forum Zukunftsstrategie eingebunden. Hier wird sich enger abgestimmt und damit eben auch Initiativen der Regierung verzahnt. Zum Zweiten eine stärkere Fokussierung der Forschungsförderung. Wir wollen agilere Förderinstrumente mit dem Ziel des schnelleren Transfers und der besseren Erfolgskontrolle. Zum Dritten, und das war uns als Sozialdemokraten besonders wichtig, wir streben eine bessere und stärkere gesellschaftliche Verankerung an, denn wir brauchen alle Kräfte, um die großen Herausforderungen anzugehen. Nur wenn wir besser über Wissenschaftskommunikation kommunizieren, wenn wir Verbände in die Missionsteams einbinden, durch die Förderung von Citizen Science oder sozialer Innovation wird es uns gelingen, die Herausforderungen wie die Energiewende, wie den Klimawandel, wie die Digitalisierung oder auch antidemokratische Bestrebungen zu bewältigen. Klar beschrieben ist auch, dazu wären andere Reden, das erklärte Ziel der Sicherung technologischer Souveränität in zentralen Feldern, insbesondere Energie und Digitalisierung sei hier genannt. Wegen der Redezeit finde ich nur richtig zu sagen, ja, gerade die Zeitenwende hat das noch mal deutlicher in den Fokus gestellt und das wird passieren. Und auch für dieses Ziel sieht die Strategie eine intensivere internationale Zusammenarbeit vor, übrigens nicht nur im technologischen Sektor, sondern durchaus auch beim Thema Fachkräftenachwuchs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt also klare Ziele, die mit Indikatoren untersetzt werden
und in konkreten Missionen angegangen werden. Und deswegen schließe ich mit dem vielleicht schönsten Zitat von Willy Brandt: Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten. Wir wollen das. Zusammen mit der Wissenschaft, mit der Gesellschaft und der Wirtschaft packen wir es an. Dankeschön. Und damit ist der nächste Redner an der Reihe, Michael Kaufmann, der forschungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen und Kolleginnen, verehrte Frau Ministerin, ich habe Ihnen wiederholt vorgehalten, dass es in der Forschungspolitik an einer klaren Strategie und Ausrichtung fehlt. Dementsprechend hoch waren meine Erwartungen an die vorliegende Zukunftsstrategie. Und nun, was für eine Enttäuschung. Hier wechseln sich Allgemeinplätze mit Floskeln und vagen Absichtserklärungen ab. Es ist eine Folge der immer gleichen Feststellungen zur Bedeutung von Forschung, zum Transfer von Forschung in Anwendung und zu internationalen Kooperationen. Da frage ich mich, wollen Sie mit diesem wortreichen Werk verschleiern, wie wenig Sie zur Zukunft von Forschung und Wissenschaft konkret zu sagen haben? Oder ist das nur eine viel zu umfangreich geratene Marketingbroschüre? Von einer Strategie, die diesen Namen verdient, erwarte ich jedenfalls sehr viel mehr Konkretes und weniger Worthülsen. Sie nennen diese Strategie, ich zitiere, das Fundament, auf das wir im Laufe der Legislatur weiter aufbauen wollen. Darf ich Sie daran erinnern, dass bereits 17 von 48 Monaten dieser Legislatur vorüber sind? Aber Sie schreiben ja, Sie werden das Tempo beschleunigen. Oh ja, da kann einem ganz schwindlig werden, wenn nach nur 17 Monaten bereits 86 Seiten bedrucktes Papier vorliegen. Doch betrachten wir eine kleine Auswahl Ihrer Überlegungen. Sie wollen die Vielfalt im Hinblick auf Geschlecht, Migrationshintergrund etc. stärker abbilden. Soll das bedeuten, dass nun nicht mehr nach Leistung, sondern nach Quote gefördert werden soll? Sie tun gerade so, als hätten wir wissenschaftliche Talente wie Sand am Meer, die nur wegen einer angeblichen Diskriminierung bisher nicht zum Zuge gekommen sind. An anderer Stelle sprechen Sie von einer kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Bildungssystems. Weiterentwicklung ist hier wohl ein Euphemismus, wenn man bedenkt, dass Anforderungen an Studienanfänger gerade in MINT-Fächern immer weiter abgesenkt werden müssen, weil Abiturienten das nötige Handwerkszeug nicht mehr mitbringen. Sie wollen unsere Attraktivität als Einwanderungsland weiter erhöhen und Zuwanderungsmöglichkeiten ausbauen und attraktiver gestalten. Das ist ja einer der wenigen Punkte, die dieser Regierung längst gelungen sind, nur eben gerade nicht für hochqualifizierte Fachkräfte und Akademiker. Schließlich identifizieren Sie auch limitierende oder hemmende Faktoren wie fehlende Transferkultur, Fachkräftemangel und anderes. Nur den wichtigsten Hemmfaktor lassen Sie außen vor. Eine düstere Stimmung der Mutlosigkeit, die sich in 16 Jahren Merkel-Regierung wie Mehltau auf unser Land gelegt hat und die durch die gegenwärtige Regierung noch einmal verstärkt worden ist. Und schlussendlich steht alles, was Sie sich ausgedacht haben, unter einem generellen Finanzierungsvorbehalt. Die Lösung unserer Probleme liegt also, in Ihren eigenen Worten, in Bildung, Forschung und Innovation, aber diese Lösung steht unter Finanzierungsvorbehalt. Verkennt die Bundesregierung so sehr die Prioritäten? Oder ist es Ihr Kollege Lindner, der noch nicht erkannt hat, was die Stunde geschlagen hat? Ich fürchte, dieses Werk soll wortreich darüber hinwegtäuschen, dass Ihnen im Grunde die Hände gebunden sind. Ihnen sind die Hände gebunden, weil unsere Ressourcen statt für die Sicherung unserer Zukunft lieber für Waffen in der Ukraine und unkontrollierte Zuwanderung in die Sozialsysteme ausgegeben werden. In der gegenwärtigen Stimmung brauchen wir echte Aufbruchstimmung, die Konzentration auf Wesentliches und die Entfesselung aller Kräfte. Dazu leistet diese sogenannte Strategie leider keinen brauchbaren Beitrag. Vielen Dank. Zum Schluss gab es hier noch einmal eine Kritik an dem Sondervermögen für die Bundeswehr von Michael Kaufmann. Nun folgt auf ihn Anna Christmann für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag.
Ja, sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne einmal noch mal zurechtrücken, was wir hier heute diskutieren, nämlich in Zeiten, die wirklich das vergangene Jahr von schweren Krisen geprägt waren, von einem fürchterlichen Krieg, der in Europa herrscht, legt diese Bundesregierung die dritte innovationspolitisch relevante Strategie in sehr kurzer Zeit vor. Nach der Start-up-Strategie im letzten Sommer, der Digitalstrategie im letzten Herbst, haben wir heute die Zukunftsstrategie auf dem Tisch. In all diesen schweren Krisenzeiten haben wir die Innovationsfähigkeit dieses Landes fest im Blick und sind auf einem sehr guten Weg. Und die Zukunftsstrategie ist tatsächlich auch eine neue strukturelle Weiterentwicklung der Forschungs- und Innovationslandschaft in Deutschland, nachdem wir jahrelang eine doch etwas in die Jahre gekommene Hightech-Strategie immer wieder in der Wiederholungsschleife hatten, haben wir jetzt neue Pfeiler eingeschlagen. Wir haben erstens sehr klare Missionsorientierung. Wir orientieren uns an den Herausforderungen dieser Zeit, widmen uns der grünen Industrie, dem Klimaschutz und der Biodiversität, aber auch Themen wie dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer Breite und gehen diese Themen missionsorientiert an. Das ist ein Novum. Und wir nehmen uns das nicht nur vor, sondern wir gehen eben auch sehr konkret in die Umsetzung, in dem definiert ist, dass Missionsteams dafür zuständig sein werden, wirklich sehr konkrete Missionen in diesen Themenfeldern umzusetzen und voranzutreiben. Und ja, das sind bisher 6 Handlungsfelder, die breit sind, aber wir werden eben diese Missionsteams haben, die sehr konkrete Missionen definieren werden in diesen Handlungsfeldern und deren Umsetzung auch begleiten und nachvollziehen werden. Und dieser Fokus auf tatsächliche Umsetzung, das ist eine der großen Stärken dieser Strategie. Papier ist geduldig, aber wir bringen es tatsächlich auch in die Umsetzung. Und ein weiteres Novum, was ich wirklich auch nach vorne stellen möchte, ist, dass diese Missionsteams ressortübergreifend besetzt werden. Denn wir wissen das alles, Innovationen machen nicht an Ressortgrenzen Halt. Auch Forschung ist nicht in dem einen Ministerium fertig, sondern hat ganz viele Bezüge zu anderen Themenfeldern. Und dafür ist es wichtig, dass diese Missionsteams dann eben aus verschiedenen Ressorts auch besetzt sind und diese gemeinsam die Umsetzung der Missionen voranbringen. Das ist etwas, was explizit auch die EFI empfohlen hat. Wir folgen damit auch der Empfehlung von Expertinnen und Experten. Und ich glaube, das wird auch ein entscheidender Fortschritt in der Forschungs- und Innovationspolitik sein, was wir bisher nicht hatten und dringend notwendig ist. Deswegen freuen wir uns auf die gemeinsame Umsetzung, liebe Frau Ministerin. Wir freuen uns, dass die Strategie jetzt vorliegt. Wir freuen uns als Parlament eben auch in die Umsetzung sehr eng eingebunden zu sein, denn das ist, wo es am Ende drauf ankommt. Wir wollen diese Zukunftsstrategie mit Leben füllen und da freuen wir uns drauf, dass dafür jetzt auch noch über 2 Jahre Zeit ist. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie ganz herzlich und gebe sofort das Wort an Dr. Petra Sitte für die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Regierung hat eine weitere Strategie vorgelegt. Sie haben es schon erwähnt, Frau Christmann, neben der Nachhaltigkeitsstrategie, der Digitalstrategie, der Gigabit-Strategie, der Datenstrategie, der Start-up-Strategie und anderen reden wir nun über die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation. Man kommt echt kaum noch hinterher, aber leider geht es auch kaum voran. Wer schreibt das? Bekanntermaßen sollen Strategien einerseits Ziele setzen, andererseits müssen sie aber eben auch ganz konkret zeigen, wie wir dahin kommen. Leider setzt die Zukunftsstrategie, es war schon die Rede davon, so viele Ziele, dass eine strategische Ausrichtung kaum noch zu erkennen ist. Eine Zukunftsstrategie in Zeiten sich überlagernder Krisen muss wirklich existenzielle gesellschaftliche Veränderungen ansprechen. Und Moment, Kai, nicht gleich aufregen. Erst mal weiterhören, dann kannst du dich wieder beruhigen. Und Klimawandel
schwindende natürliche Ressourcen, Digitalisierung, Anwendung künstlicher Intelligenz, Transformation der Arbeitswelt zählen dazu. Manche, das ist jetzt für dich, Kai, manche dieser Stichpunkte finden sich tatsächlich in der Strategie wieder. Problem, es bleibt Prosa, wenn Sie keine zusätzlichen Mittel für die Lösung aufbringen. Zukunft unter Haushaltsvorbehalt, das ist doch irgendwie schon absurd. Nicht genug damit, unter dem Label Zeitenwende ordnen Sie diese Zukunftsstrategie einer Dachstrategie unter, nämlich der nationalen Sicherheitsstrategie, die übrigens nun wirklich noch niemand kennt. Zeitenwende heißt für die Linke, Regierungshandeln konsequent unter das Ziel Gemeinwohl zu stellen. Sie bekennen sich auch dazu, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Sehr schön. Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz sollte die Bundesregierung aber gelernt haben, dass Bekenntnisse jetzt nicht mehr reichen. Sie müssen jetzt konkrete Umsetzung konzipieren, schnell und verlässlich. Schließlich erwähnen Sie die Armutsbekämpfung wenigstens einmal als Problem. Aber daraus folgt nichts Konkretes. Dabei wissen wir, dass Armut mit allen Zukunftsproblemen verschränkt ist und sie verschärft. Energiearmut, Bildungsarmut, Wohnraumarmut, um nur einige zu nennen. Übrigens wäre es allemal sinnvoll, würden Sie endlich auch Armut unter Studierenden und die Jobunsicherheit unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bekämpfen, also jenen, die die Grundlagen zur Umsetzung dieser Zukunftsstrategie liefern sollen. Meine Damen und Herren, die Konkurrenzlogik dieser Strategie wird sich am Ende ein Teufel um unsere Zukunft scheren. Wenn wir eines aus den jüngsten Krisen gelernt haben sollten, dann die Tatsache, dass wir unser Gemeinwohl strategisch nur partnerschaftlich über nationale Grenzen hinweg stärken können und stärken müssen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Petra Sitte war das und nun folgt Oliver Kaczmarek, er Sprecher für Bildung und Forschung der Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir erinnern ja in dieser Woche an ein Jahr Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und an ein Jahr Zeitenwende. Und ein Jahr Zeitenwende, das betrifft auch die Wissenschaft direkt und indirekt in vielfacher Hinsicht. Unter anderem dadurch, dass es seit einem Jahr keine wissenschaftliche Kooperation mit Russland gibt, was auch Schwierigkeiten bedeutet, aber was vor allen Dingen deutlich zum Ausdruck bringt, dass die Wissenschaft solidarisch ist und dass sie eben auch den Kurs mitgeht, dass Angriffskriege nicht toleriert werden dürfen. Ich bin der Wissenschaftscommunity jedenfalls dankbar, dass sie diesen Weg der Sanktionen auch mitgeht und die Kooperation eingestellt hat. Ein Jahr Zeitenwende heißt aber auch mehr vernetzen, mehr fokussieren in der Forschung. Und das nicht nur wegen Geld. Natürlich werden die Verteilungsspielräume neu erkämpft werden müssen nach der Zeitenwende oder in der Zeitenwende. Aber es bedeutet eben auch, dass wenn neue Aggressoren, neue Bedrohungen auf der Weltbühne auftreten, wir auch andere Herausforderungen zu bewältigen haben. Unsere Werte, unsere Sicherheit schützen, die Abwehrkräfte der Gesellschaft, die Resilienz stärken müssen und dass wir gleichzeitig im Blick behalten müssen, die großen Herausforderungen, der Klimawandel, die Energiewende, die Bekämpfung von Volkskrankheiten, die sind nicht weggegangen, sondern sie sind weiterhin da. Und wenn wir durch beides gut durchkommen wollen, auf der einen Seite Sicherheit und Resilienz schützen, auf der anderen Seite große Herausforderungen gestalten, die Transformation gestalten, dann müssen wir eben auch weiter die Ziele für die Forschung klar definieren und klar benennen. Dann müssen wir für schnelleren Transfer von Erkenntnissen sorgen und dann müssen wir Forschung auf hohem Niveau weiterhin fördern. Und das ist Gegenstand der Zukunftsstrategie und das zeigt auch, Forschung und Innovation sind für uns Lösung der Herausforderungen und deswegen behalten sie auch Priorität weiterhin in der Ampelkoalition. Und die Zukunftsstrategie ist ein wichtiges Element dieser Forschungspolitik und bettet sich dort ein in den stabilen Rahmen, den wir geschaffen haben, mit vielen Förderinstrumenten, die auch noch teilweise kommen werden. DATI und SPRINT sind angesprochen, der Zukunftsvertrag ist dynamisiert, der Pakt für Forschung und Innovation verstetigt. Die ist gut geworden, diese Zukunftsstrategie, sie ist auch, Herr Jatzombek, besser als der erste Entwurf war. Und das zeigt, dass die Regierung eben auch lernbereit und dialogbereit ist und eben ihre Entwürfe auch verbessert und sie nicht sakrosankt stellt. Aber sie leistet vor allen Dingen eins, sie leistet die Fokussierung unserer Politik auf gesellschaftliche Herausforderungen in 6 Missionen. Und das ist eine Zukunftsstrategie, die bündelt die Aufgaben für alle Ressorts. Das ist ein Fortschritt, das hat die Hightech-Strategie zuletzt nicht mehr geschafft. Und deswegen ist es ein Fortschritt, diese Zukunftsstrategie zu haben für das gemeinsame Handeln der Regierung über die Ressorts hinweg.
Und wir sind dabei getragen von grundlegenden Überzeugungen. Wir wollen ressortübergreifendes Denken. Die Missionsteams sind angesprochen worden. Das ist eben auch eine Form der Organisation, die schon festgelegt ist. Wir wollen die Vernetzung mit Forschungsinstitutionen im Dialog die Zukunftsstrategie weiterentwickeln, aber auch mit den wirtschaftlichen Forschungsaktivitäten vernetzen. Wir wollen Forschung eingebettet in gesellschaftliche Verantwortung sehen. Deswegen permanenten Dialog, permanente Wissenschaftskommunikation, permanentes Achten auf soziale Innovation. Und uns geht es eben auch um Innovationsförderung. Aber eben nicht nur um Innovationsförderung. Für uns ist wichtig, dass wir die ganze Forschung im Blick behalten. Und deshalb fördern wir weiterhin von der Grundlagenforschung, auch bei Großgeräten, über die Anwendungsorientierung mit DATI demnächst ein neues wichtiges Instrument, eine neue wichtige Plattform, bis hin zu Transfer und Translation. Das, wenn wir diese Kette zusammenhalten und Forschung in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung betrachten, dann wird es ein echter Fortschritt. Und dann ist es auch mehr, als die Hightech-Strategie in den letzten Jahren geleistet hat. Und Frau Ministerin, ich fand das gut, dass Sie gerade gesagt haben, dass die Arbeit jetzt beginnt. Denn der Kabinettsbeschluss ist wichtig. Die Umsetzung wird jetzt beginnen und sie wird auch noch Veränderungen erfahren. Aber wir wollen die Regierung ermutigen, den Kabinettsbeschluss jetzt umfassend und dauerhaft umzusetzen. Denn es verbirgt sich damit oder verbindet sich damit ein gemeinsames Ziel. Denn wir wollen in dieser Koalition eben nicht nur mehr Fortschritt durch Forschung und Innovation wagen, sondern wir wollen mehr Fortschritt mit Forschung und Innovation auch schaffen, sozial, ökologisch und ökonomisch. Vielen Dank. Wie kann die Bundesregierung die Forschung und Innovation in Deutschland unterstützen? Einerseits sollen die Gesamtausgaben erhöht werden. Andere Missionen sind in der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation aufgelistet. Dazu spricht nun Nadine Schön. Hier oben auf den Tribünen und an den Fernsehgeräten uns heute zugehört haben. Wissen die, wo es hingehen soll? Gehen die nach dieser Debatte raus und sagen, ja, jetzt habe ich verstanden, wo diese Regierung uns hinführen wird. Mein Eindruck ist, das ist nicht der Fall. Sie haben jetzt 1,5 Jahre gebraucht, um diese Zukunftsstrategie vorzulegen. 1,5 Jahre für diese Strategie, die gute Sachen hat. Die Missionsorientierung ist wichtig, dass es am Anfang eine starke Schwächenanalyse des Systems gibt. Das finde ich gut. Aber man muss diese Strategie tatsächlich mal an der Realität spiegeln. Was versprechen Sie in der Strategie und auch heute in Ihren Reden? Erstens Schnelligkeit. Naja, also dass ich 1,5 Jahre brauche, um diese Seiten aufzuschreiben, ist jetzt nicht schnell. Sie versprechen Missionsorientierung. Wie gesagt, das ist an sich nicht schlecht, aber der Begriff darf kein hohler Begriff sein. Das müssen Sie auch mit Leben fühlen. Und alle, die diese Strategie kommentieren, sagen, das ist alles so breit aufgestellt, dass eben gar nicht klar ist, wo diese einzelnen Missionen hingehen. Eben wurde reingerufen, Klimaschutz und Gesundheit und alles wichtig. Ja, alles wichtig, aber eine Strategie hätte mehr Fokus gebraucht. Kernelement ist das gemeinsame Handeln, das Ende des Silo-Denkens, hat die Ministerin jetzt eben gesagt. Ich frage, macht diese Regierung zurzeit den Eindruck, dass sie stringent in eine Richtung marschiert? Also ich höre Herrn Habeck, der die Ölheizungen verbieten will. Ich höre die FDP, die die E-Fuels feiert, die Grünen, die da nur stöhnen. Also mein Eindruck ist nicht, dass diese Bundesregierung eine gemeinsame Vision davon hat, wo sie hin will und das gerade stringent umsetzt. Und diese Missionsorientierung, das hätten Sie doch schon machen können. Wir haben ein Jahr Zeitenwende, es ist angesprochen worden. Seit einem Jahr haben wir eine riesengroße Herausforderung, weil wir unsere Energieversorgung auf komplett neue Füße stellen müssen. Das nenne ich eine Mission. Und ich sehe nicht, dass Frau Stark-Watzinger und Herr Habeck diese Mission gemeinsam angegangen sind. Ich höre mal hier was und mal da was. Da ist keine Gemeinsamkeit, da ist keine Stringenz, da ist kein Plan, da ist kein Fokus, wo es hingehen wird. Und das ist einfach zu wenig. Und genauso ist es in der Gesundheitsforschung. Gibt es ein gemeinsames Agieren von Herrn Lauterbach und Frau Stark-Watzinger? Wir hatten Riesenerfolge mit BioNTech. Es wäre jetzt an der Zeit, bei der Biotechnologie, bei der Versorgung mit Medikamenten, bei den Pharmathemen, mit
neuem Schwung und gemeinsamen Agieren voranzugehen. Ich sehe kein gemeinsames Handeln. Und jetzt, liebe Anna Christmann, höre ich, das passiert jetzt mit den Missionsteams. Okay, nach anderthalb Jahren, aber keine Zusammenarbeit, sondern wir machen eine gemeinsame Federführung. Ist das das, was Sie sich unter neuer, moderner Regierungsführung vorstellen? Also, ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, dass es wirklich noch an Agilität und Kooperation gewinnt. Die Strategie ist erstmal geduldiges Papier. Und die Zeit ist leider abgelaufen. Ich hoffe aber, dass es nicht so kommt, wie Dietmar Haaf prognostiziert, dass es eine Aktenschönheit ist, die noch meilenweit von Anwendung und Umsetzung entfernt ist. Nadine Schön mahnt mehr Fokus an. Auch das ist eine Kritik, die hier schon häufiger geäußert wurde, auch im Vorfeld. Andererseits muss die Regierung natürlich auch flexibel sein in Zeiten großer Unsicherheit. Marlene Schönberger nun für die Grünen. Ich würde mir wünschen, dass ich meine Rede nicht so beginnen müsste, aber der russische Angriffskrieg ist das treffendste Beispiel für die Realität, die wir gerade erleben. Nämlich eine tiefgreifende Auseinandersetzung zwischen autokratischen Regimen und liberalen Demokratien, Propaganda und Lügen gegen Fakten und Wissenschaft. Die Auswirkungen davon können wir überall dort beobachten, wo Verschwörungsideologien und Desinformation verbreitet werden, auf Demonstrationen, im Internet, leider auch hier im Parlament. Autokratien wie Russland unterstützen rechtsradikale Bewegungen. Sie versuchen, die Stimmung zu vergiften, unsere Gesellschaft zu spalten, Wahlen zu manipulieren. Sie wollen Demokratien destabilisieren. Und teilweise ist es ihnen auch schon gelungen. Wir haben das erkannt. Aber nicht immer haben wir wissenschaftlich fundierte Antworten auf all diese Bedrohungen. Mit der Zukunftsstrategie stärken wir die Forschung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir machen Menschen resilient und unsere Demokratie wehrhaft. Liebe Kolleginnen, antisemitische Vorfälle, Rassismus und Queerfeindlichkeit sind allgegenwärtig. Trotzdem, Forschung zur Situation der Betroffenen gibt es bisher viel zu wenig. Es liegt auch daran, dass Wissenschaft in Deutschland nicht besonders divers ist. Junge, schwarze, queere oder jüdische ProfessorInnen oder InstitutsleiterInnen sucht man oft vergeblich. Frauen sind massiv unterrepräsentiert. Ich würde gerne sagen, Vielfalt ist unsere Stärke. Aber das stimmt noch nicht. Vielleicht sogar im Gegenteil. Fehlende Vielfalt ist unsere Schwäche. Wir müssen bisher marginalisierte Perspektiven stärken und fördern. Die von Diskriminierung betroffen sind, besser schützen und somit unser Wissen erweitern. Zum Beispiel über gegenwärtiges jüdisches Leben, über die postmigrantische Gesellschaft, über die Situation queerer Menschen oder alleinerziehender Mütter. Dazu kommt, wenn wir wollen, dass sich junge Menschen für eine Karriere in der Wissenschaft entscheiden, müssen wir attraktive Arbeitsbedingungen schaffen. Derzeit ist akademisches Forschen und Lernen, besonders im Bereich der Geisteswissenschaften, oft prekär. Wir brauchen sichere Jobs, ein angemessenes Gehalt, motivierende Karriere- und Aufstiegschancen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Exzellente Wissenschaft entsteht nicht da, wo steife Machtstrukturen und Privilegien verstetigt werden, sondern wo die klügsten Köpfe zusammenkommen. Die Zukunftsstrategie ist dafür eine gute Grundlage. Jetzt werden wir gemeinsam weitere Schritte gehen, damit nicht das vermeintlich richtige Elternhaus, sondern die besten Ideen gewinnen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Dr. Ingeborg Gressle für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also Frau Schönberger, wirklich, ich sorge mich schon, ob wir beide das gleiche Dokument gelesen haben. Ich habe ein Sammelsurium von Worthülsen gelesen und ich dachte ehrlich gesagt eine Weile, das ist jetzt ein Schlagwortverzeichnis Wissenschaft. Aber es ist sicherlich keine Strategie. Es handelt nicht von Umsetzung, von Plänen, von Realisierungswillen und schon gar nicht von Realisierbarkeit. Es ist
beängstigend und beschämend, weil unsere Forschungslandschaft, unsere Forscherinnen und Forscher haben Besseres verdient und sie brauchen auch Besseres. Sie brauchen diese Ministerin, die nun leider ein Ausfall ist auf diesem Gebiet. Die Strategie ist enttäuschend und es wäre schön, wenn diese Strategie wirklich mit Inhalten unterfüttert wurde, mit einem Maßnahmenplan unterfüttert wurde. Wir sind enttäuscht und ich meine, wir sind zu Recht enttäuscht. Da, wo sie wirklich dringend gebraucht wurden, zum Beispiel beim Thema Europa, über das ich heute sprechen will, bei den internationalen Forschungsinfrastrukturen, da warten alle seit Monaten, seit Beginn der Arbeit dieser Bundesregierung darauf, dass sie mal sagen, wo es hingehen soll. Das ist wichtig, weil die Auswahl der europäischen Projekte nämlich zwingend eine nationale Roadmap voraussetzt, einen nationalen Auswahlprozess. Am 2. Dezember hat der Ministerrat den Startschuss gegeben. Da hätte eigentlich die deutsche Strategie schon so fertig sein sollen, damit man weiß, was es denn werden soll. Nicht ein großer Plan, sondern ein konkretes Projekt, konkrete Projekte. Sie lassen die Leute warten und das wird Folgen haben für die ESFRI-Projekte, für das Europäische Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen. Ich finde das beängstigend. Wir brauchen auch transparente Prozesse, verlässliche Priorisierungen. Wir brauchen nicht dieses Geschwalle und dieses allgemeine die allgemeine Erzählung über Forschung. Wir brauchen konkrete Maßnahmen. Ich bin übrigens jetzt schon gespannt auf die Antwort. Wir haben ja gefragt, wie oft Sie an den europäischen Räten teilgenommen haben. Ich bin gespannt auf die Antwort, denn was ich aus Brüssel höre, ist, dass diese europäische Kiste Sie irgendwie nicht interessiert. Dies aber wichtig ist, handelt sich um das größte Forschungsprojekt, um die größten Forschungsprogramme der Welt. Und unsere Forscherinnen und Forscher brauchen dieses Ministerium. Wir brauchen Sie. Die Kommission hat eine Konsultation gemacht, im November abgeschlossen. Auch hier wissen wir nicht, wie denn die Bundesregierung es sich vorstellt, wie es auf diesem ganz wichtigen Sektor für unsere Forscherinnen und Forscher weitergehen soll. Das sind konkrete Elemente einer europäischen und internationalisierten Forschungslandschaft. Es gibt überall, wo wir hinfassen, wo wir hinlangen, sehen wir nur Fehlanzeige. Wir sehen nicht, dass in irgendeiner Form Sie hier Ihren Job machen. Und das ist das, was wir beängstigend finden. Und wo wir Sie auch stellen wollen. Wir wollen wissen, wann diese Entwicklung kommt, wann diese Projekte kommen. Sie schreiben, 16% der EU-Mittel aus dem Forschungsrahmenprogramm reichen nicht. Uns reichen sie auch nicht. Aber Sie schreiben nicht, was Sie tun wollen, damit dieser Anteil mehr wird. Diese Strategie, schade, schade, auch wenn sie nicht mehr ausgedruckt wird. Ich habe sie ausgedruckt, aber es ist wirklich schade um die Zeit, um die vielen Menschen, die daran mitgewirkt haben. Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Kollegin. Weil sie in dieser Form nicht realisiert werden kann. Dankeschön. Ingeborg Gräßle war 15 Jahre Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Da verwundert es nicht, dass sie auch auf die europäische Ebene in ihrer Rede schaut. Und wir kommen damit zur letzten Rednerin. Das ist Gabriele Kaczmarek für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich mit einem persönlichen Beispiel anfangen, um noch mal das Thema Forschung in einem anderen Bereich aufzugreifen. Ich war als Kind schwer erkrankt an Masern. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Impfstoff. Ich hatte Glück. Ich habe die Krankheit überwunden. Das Nachbarkind nicht. Das Nachbarkind bei uns erlitt schwere Hirnschäden, eine Folge der Masernerkrankung. Denn damals gab es noch keinen Impfstoff. Erst durch intensive Forschung und Innovation führte es dazu, dass 1974 die Ständige Impfkommission eine allgemeine Impfempfehlung ausgesprochen hat zu diesem Masernimpfstoff. Heute sind Masern so gut wie ausgerottet. Ein Erfolg der industriellen Gesundheitswirtschaft, ein Erfolg von Forschung und Entwicklung. Gerade dieser Wirtschaftssektor hat auch in der Covid-19-Pandemie gezeigt, welch Potenzial in ihn steckt. Wir wollen bei Biotechnologie im globalen Wettbewerb aufschließen bzw. wollen Weltspitze bleiben. Und das kann man sehr gut ableiten von der Zukunftsstrategie, die jetzt vorliegt. Dann muss man sie, meine Damen und Herren, auch der Opposition richtig lesen. Wir Deutschland muss gesetzte Rahmenbedingungen dauerhaft umsetzen, muss das Land von Industrie und Innovation bleiben. Und Frau Schön und Frau Gräßle, Sie haben das ja sehr kritisiert, haben gesagt,
Es muss, jetzt ist nichts Konkretes da, das liest sich in so einer Aufsammlung. Europa haben Sie gar nicht im Blick. Also alles, was Sie so aus der Kiste herausfinden könnten, haben Sie hier mal vorgeworfen. Ich will Ihnen eins sagen, Frau Schön. Erstens, ressortübergreifend. Ich bin ja im Wirtschaftsausschuss. Ressortübergreifend diskutieren wir über Forschung und Entwicklung. Und es ist notwendig. Und wir werden dort auch gemeinsam Projekte auf den Weg bringen. Wir haben heute Morgen, Sie waren dabei, über einen sehr wesentlichen Punkt, über die IPSAI-Projekte diskutiert und eine Anhörung gehabt. Und wir haben dafür gesorgt, dass Geld eingestellt wird, dass auf europäischer Ebene, liebe Frau Gräßle, dass auf europäischer Ebene Deutschland sich mit an Forschung und Entwicklung beteiligt. Das werden Sie zur Kenntnis nehmen müssen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist gut und richtig, dass diese Ampelkoalition entschieden hat, nicht einfach eine erneute Hightech-Strategie aufzulegen, sondern eine Zukunftsstrategie, die beinhaltet, dass ressortübergreifend die Themen aufgegriffen werden und bearbeitet werden. Das ist gut so. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich schließe die Aussprache zu Top 3. Soweit also die erste Beratung zum Bericht zur Zukunftsstrategie Forschung und Innovation. Dieser Bericht wird nun an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik Folgenabschätzung überwiesen und dort dann weiter beraten.